Bitterböse Tränen darf der arme kleine Kirby weinen, doch wir geben nicht auf. Zumindest für diesen Part noch nicht. Und damit willkommen zurück, ihr Lieben, zu Kirby's Dreamland in der schweren Version. Wir sitzen immer noch in Bubbly Clouds fest und, tja, von Krakow haben wir gerade nicht mal eine Nasenspitze zu sehen gekriegt. Und warum? Weil ich so schlecht bin. Ja, mal gucken. Vielleicht wird's ja in diesem Part was. Wir werden sehen, ihr Lieben, wir werden sehen. Bisschen Konzentration und dann wird das hier auch was. Hoffe ich jedenfalls. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den schweren Modus von Kirby's Dream Land nie gespielt. Der ist total an mir vorbeigegangen. Ich wusste zwar immer, dass es da nur so ein Extra-Game gibt, aber ich habe das Extra-Game tatsächlich nie gespielt. Warum bloß? Wusste ich vielleicht schon, was los war? Hatte ich eine Vorahnung? Wer weiß, wer weiß. Aber egal, nichtsdestotrotz, ich will dieses Spiel schaffen. Vorausgesetzt, diese blöden Regenschirme gehen mir nicht wieder so mächtig auf den Sack. Komm her, ich fress dich zum Frühstück, du. Ja, seit dem letzten Part habe ich ein leichtes Schirmtrauma. Weiß auch nicht wieso, kann ich mir gar nicht erklären. So, ich lebe noch. Mit der Betonung auf noch, das wird sich wahrscheinlich gleich... Ich glaube, ich flatter jetzt einfach mal hier oben lang. Dass das so eine gute Idee ist. Boah, Frame Drops. So, aber egal. Ich bin jetzt schon mal ein Stückchen weiter. Pass auf, wo du hin... Nein, warum habe ich mich auf das Vieh fallen lassen? Wieso? Allerdings muss ich den ersten Teil jetzt nicht nochmal machen. Weg da. Weg. Tschüss. So. Schnauze voll hier. Mir will nach Krakow. So, weg. Tschüss. Hau ab. Ich trau euch nicht. Da kommt doch bestimmt noch... Ja, hab ich's doch gewusst. Den habe ich ja ganz vergessen. So. Du schmeckst nicht. Geh weg. Und du schmeckst noch weniger. La. Aber kleine Waddledees, die schmecken, habe ich mir sagen lassen. Ist Kirby garantiert mit einer richtig feurig scharfen Barbecue-Soße. Lecker. Schön rauchig. Richtig schön klassisch. Ich meine, irgendwie muss man ja auch das Zeug dann ja auch runterkriegen, ne? Ich meine, so ein Waddle, die liegt ja auch ein bisschen schwer im Magen, glaube ich. So, da kommt Mini-Krako. Du kannst mich mal am Popo schmatzen. Alter, was hat der denn für ein Angriffs-Moveset drauf? Okay, der Trick ist eigentlich wirklich, versteckt euch in der Ecke und bleibt da auch am besten. Und wartet eine Bombe ab. Okay, er hat offenbar gefühlt immer das gleiche Moveset. Okay, er greift an und kommt wieder. Okay. Jetzt muss man ihn nur noch treffen, ne? Hui, das war knapp. Nein, und ich renne in die Bombe rein. Ja, ja, hier komm, raste aus. Eskalier erstmal. Ich will gar nicht wissen, was der echte Krako gleich zu bieten hat. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. So, du nervst erstmal nicht mehr. Und das war ja nur Baby Krako. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Baby Krako. Wie sein Name ist, weiß ich gar nicht. Zum Glück weiß ich ja, dass da unten eine Maxi... Ich wollte sagen, das Ding kommt doch nicht ernsthaft jetzt hierher, oder? Wollte doch gerade sagen. Okay, ich wollte es eigentlich gerne ohne Schaden schaffen, aber okay. Durch die Gordos traue ich mich da hinten nicht hin, sage ich so, wie es ist. So. Und hier haben wir wieder das Ding, nur zur Lücke. Schneller, 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 schneller. Wir wollen hier durch. Hä? Moment. Als ob die Sterne Schaden machen. Pfui. Wie eklig ist das denn? Oh. Tot.
Wie ekelhaft ist das denn? Okay, das wusste ich jetzt. Hatten die vorhin schon Schaden gemacht oder ist das jetzt erst seit diesem Modus? Weiß das jemand zufällig? War so klar. So, ihr Lieben, ihr wisst, was uns jetzt blüht. Ich bleib erstmal hier in der Ecke. Ich trau dir nicht. Ich trau dir sowas von nicht. Okay, Ecken verstecken ist nicht mehr. Eckstein, Eckstein, alles wird versteckt. So. Alter! Was für ein Aggro-Vieh! Willst du mich verarschen? Okay, der ist jetzt übler, als ich ihn... Okay, der könnte zum Problem werden. Alter, der kommt doch genau in die Ecke geflogen. Nix da, dieses Mal nicht, Freundchen. Ich trau dir... Ich wusste es doch. Okay, eigentlich müsste es sein Angriffsmuster ganz easy zu durchschauen. Nein! Nix da. Vergiss es, Krakolein. Vergiss es. Du kannst mich mal am Popo schmatzen, kannst du mich? Ach, scheiße. Fahr zur Hölle, du Mistvieh. So. Yay, ich hab Krakow im Sperrenmodus besiegt. Yay. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. So, letztes Level. Mount DDD. Jetzt muss ich natürlich alle Gegner nochmal am Stück besiegen. Und das noch in ihrer Arschig-Variante. Also Leute, ich darf euch jetzt schon sagen, das wird mir nicht gelingen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. Aber ich gebe mein Bestes. Bringen wir gleich Krakow hinter uns. Der ist ja sowieso von allen der Schlimmste. Diese kleinen, miesen Sterne machen tatsächlich Schaden. Wie fies ist das denn? Igittigit. Ne, Krakow, vergiss es. Das Spielchen spiele ich diesmal nicht mit dir. Okay, ich wusste jetzt gerade nicht, ob er jetzt angreifen wird oder ob er sein komisches Teil da macht. Na, du sollst die Bomben nicht... Ach komm, Kirby, was machst du denn da? Haha, daneben. Daneben, du... Okay. Ich hätte ihn nicht provozieren sollen. Jetzt ist Krakow sauer. Böser Krakow. Ah, das Schlimme ist, wenn ich jetzt Game Over gehe, kann ich die ganzen Bosse eh wieder von vorne machen. Oh, oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht angreifen. Ich tue es auch nie wieder. Tschüss. Dam, da 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 da. Wollt sein, das ist irgendjemand das Erste, was du machst, ne? Oh, Alter, du stinkst! Geh weg! Du nervtötende kleine Wolke, du! Alter, ich mach dich Bombe! Und vorher macht er mich Gewitterwolke. Nächster. Dir werde ich helfen, du blöde Sau. Du dumme Sau, du! Komm her! Nein! Das war jetzt keine Aufforderung, Krakow. Kannst du mich mal am Popo schmatzen? Geh weg! Geh mit was... Mann! Geh mit was Giftigen spielen! Du doofer Sack, du! Nee. Kannst mich mal... Nein! 1:0 für Krakow! So, kommt her. Das gönnen wir uns noch. Wir sind jetzt so weit gekommen. Wir probieren es nochmal. Wir haben jetzt 4 Leben. Ich sage aber gleich, sind diese Leben weg. Dann lassen wir es. Dann hat es keinen Sinn. Ich würde euch natürlich gerne König DDD nochmal zeigen in seiner schweren Variante. Aber ob ich so weit komme... Weil ich muss es sagen, wie es ist. Krakow und der Zeppelin, das sind wirklich die Schlimmsten.
Jetzt hat er den Spieß umgedreht, okay. Oh, du bist doch ein Nervtyp, Misty. Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, in welcher Reihenfolge er angreift. Zum Glück sieht man ja immerhin, wenn er angreifen will, dass er immer erst zur Seite geht. Nur leider Gottes ist meine Reaktion gleich null in dem Punkt. Sma! Habe ich irgendwie Kekse im Gesicht kleben oder warum bist du so anhänglich? Au, das tat weh. Weißt du was? Hier, du kannst mich mal. So. Wenn schon, wähle ich den Freitod. So. Blöde Sau. Ich hasse diese Wolke, ich sag's euch. Ich hasse sie. Mit einem Ausmaß, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Das war doch mal eine perfekte Punktlandung. So, Krako, wie sieht's aus? Noch eine Runde? Man kommt aber auch nicht so schnell weg aus der Ecke, ne? Nein. Ich mag dir nicht besonders. Und ja, Call of Duty lässt grüßen. Also, Clu, ich glaube, ich muss mir das Call of Duty von dir ausleihen. Ach komm, du Scheißvieh, du kannst mich doch mal. Arschloch. Du blöde Sau, ich kann dich nicht leiden, du Schwein. Ich hasse Krako die Wolke, denn sie ist ein Arschloch. So, und jetzt aber mal hier, ne, Krakolein. Du solltest deine Bomben fallen lassen und nicht auf mich zugerannt kommen. Du blödes Vieh, du. Spring natürlich in den Laserstrahl. Ich bin ja wieder so ein Held. Ne, diesmal nicht, Freundchen. Nein. Ja, so will ich dich sehen. Wenn du so weitermachst, können wir drüber reden. Okay, komm. Gib mir eine Bombe. Los, Bombe her. Und nun verpiss dich, du Scheißvieh. So. Geht doch. Nächste Herausforderung, der Zeppelin. Du, 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 du. So. Ba, 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 ba. Komm her. Du, du, du. Nein, das war zu hoch. Okay. Das war zu hoch. Ach, komm schon. Jetzt wird's hier aber langsam lächerlich mit den Treffern. Aber sowas von. Kirby hat schon genug Schmerzen hinter sich. Der will nicht noch mehr. Ist, als ob ich wieder zu tief war. Naja, was soll's. Wird schon schief gehen. Oder auch nicht. Ich meine, gut, schief gehen schon, aber alles andere, na, ich weiß nicht so recht. Gar nicht wissen, was der jetzt hier zu bieten hat. Obwohl, Moment, du warst ja eigentlich recht human. Sagt er und schießt erstmal den armen kleinen Kirby ab. Ich glaube nicht, dass nach dem Game Over die Türen gespeichert bleiben. Das wäre jetzt natürlich wundervoll. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren, ihr Lieben. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das Spiel strengt sich auf jeden Fall an, mich daran zu hindern, zu König DDD zu kommen. Oder ich mich selbst? Wer weiß das schon, wer weiß das schon. So. Jetzt aber. Scheiße, das war ein Stück zu tief. Okay. Keine Songs. Kommt, einmal versuchen wir es noch. Einfach, weil es so schön war. Einmal geht noch. Okay, ich muss Krako nochmal machen. Okay. Komm her, Krako, mein Freund. Wir probieren es nochmal eine Runde. Das wird aber wirklich dann der letzte Versuch sein. Diesen Bonus gönne ich euch noch.
Wenn's dann jetzt aber nichts wird, dann leckst du mich am Arsch. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Du bist eine hässliche Wolke, weißt du das? Keiner kann dich leiden. Und ich schon gar nicht. Ist das gleich der Grund, warum du so pieksig bist? Ich glaube, ich habe ihn beleidigt. Ich glaube, er ist sauer. Ein bisschen. Komm schon, Krakow. Sei doch nicht so. Zier dich nicht. Bombe. Wie auf Kommando. Noch eine Bombe. Ich wollte sagen, nicht in den Laser. Ja, das war dumm. Das war mein eigener Fehler. Da kann Krakow ausnahmsweise mal nichts für. Hui. So. Angekommen. So, Krakow, was ist nun? Stress? Ich mach die Bombe, ich schwör's dir. Gieß mir auf den Sack. Da, friss. Nein! Kannst du dich jetzt mal für eine Reihenfolge entscheiden? Blöde Sau. Nein. Und ich spring da wieder. Ja, genau. Jetzt macht er genau alles umgekehrt. Okay, ist in Ordnung. Kann dich nicht leiden. Okay, da oben wäre ein Safe Point gewesen, so gesehen. Okay. Bombe? Immer noch? Danke. Und jetzt verreck, du Scheißvieh. So. Schluss mit lustig hier. So, damit geht mir das Ding hier schon mal nicht auf den Sack. Hui. Nein. Okay, das war eine Fehleinschätzung. Hat aber wenigstens einen Vorteil. Ich kann wieder mit vollem Leben rangehen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Na. Uff, anstrengend. Einfach nur anstrengend. Genau, komm, verpasst mir noch eine. Ja, genau, komm, wenn schon alle. Ihr seid alle zur Party eingeladen. Ja, genau, du mich auch noch. Ach, komm. Egal, wenigstens bin ich jetzt hier oben. Ich sagte ja von Anfang an, dass ich nicht glaube, dass ich König Dedede noch zu sehen kriege. Zumindest nicht in diesem Modus. Erst recht nicht, wenn der Zeppelin was dagegen hat. Aber es besteht noch eine Chance. Die anderen beiden sind ja relativ einfach, aber er hier ist lästig. Du, so lass dich fallen. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf Überlänge. Wobei, die Überlänge wird wahrscheinlich nicht lange halten, denn because ich werde gleich mein Leben verlieren. Zwei Versuche habe ich ja noch, weiterzukommen. Wie gesagt, mit dem Zeppelin und Krakow haben wir wirklich die schlimmsten Gegner hinter uns. Ich finde es aber auch gemein, dass man keine Möglichkeit hat, sich aufzuladen vor einem Kampf. Aber gut, das ist eben halt der schwere Modus. Okay. Ja, ihr Lieben, letztes Leben, ne? Ich glaube, daraus wird nichts. Ach, oh Gott, ich muss das ganze Level auch nochmal machen. Ich meine, gut, das Level ist ja nicht Pillepalle, ist ja nur einmal hier runterplumpsen. So. Du-du-dum. So, ihr Lieben, auf in den Kampf. Ein letztes Mal. Näher ran gehen bringt auch nicht viel. Oh, komm schon. Entscheide dich doch mal, in welche Richtung du schießen willst. Nein! Okay. Gammel over. Ich sag so, wie es ist. Ich bin zu schlecht.
Das ist dann halt so. Aber ihr Lieben, ich habe mein Bestes gegeben. Es war mir nicht gegönnt. Aber ich hatte trotzdem jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet gut was zu lachen. Und damit endet das Let's Play Kirby's Dream Land. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war eine schöne Abwechslung zu The Legend of Zelda Triforce Heroes. Und mal gucken, vielleicht kommt ja noch das eine oder andere Mini-Projekt noch dazwischen. Und ja, damit bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns entweder im nächsten Let's Play wieder oder natürlich im nächsten Stream. Bye bye, euer Drake. Yahoo!